Jo Leute, was geht? Willkommen zu Pokémon Stadium. Heute kam endlich Pokémon Stadium raus und ich will jetzt sofort in die Arena-Leiter rein und später noch in die Minigames reingucken, wenn ein paar Leute mit am Start sind. Und der erste ist Rocco. Ich weiß nicht, ob ich alle durchschaffe in der ersten, also in zwei Stunden. Man muss nämlich auch drei Gegner besiegen und dann Rocco, aber guck mal, wie weit wir kommen. Hier, ich brauche auf jeden Fall ein Leitteam, weil ich habe ja nicht die Möglichkeit, irgendwie mir Team aus meinem Pokémon-Game zu nehmen. Wir nehmen auf jeden Fall Nidoking und jetzt muss ich gucken, was ich noch so nehme. In der ersten Generation war es so, dass es gab nur einen Spezialwert, der galt für Angriff und Verteidigung. Und ist der Attackentyp, er hat darüber entschieden, ob die Attacke speziell oder physisch war. Zum Beispiel Schaufler und Steinhage sind beide physisch und nicht speziell. Das heißt, der wäre eigentlich ganz gut. Schaufler super, Steinhage super. Diktri nehme ich mit. Was kann Razaf? Nein. Akani? Nein. Simsala? Nein. Da, Simsala. Wieso kann der Schaufler mit 79 physischen Angriff? Machomai? Schaufler, Gradschlag, Fußkick. Der hat halt übel viel Angriff, ne? 160. Ich nehme mal mit. Der ist schon stark. Das kann Sazenia. Müll. Geowatz. Ma. Gar nicht so schlecht. Lamus. Schlecht. Bisaflor. Ich kann noch mal gucken, Bisaflor. Aber Bisaflor. Also die Starters sind hier nie gut. Die haben immer Scheißattacken. Bisaflor. Der kann Solarstrahl. Muss ich eine Runde warten. Bodycheck geht auf Angriff. Der hat halt super Werte, aber der hat nur Bodycheck im Prinzip. Glurak hat Feuerwirbel. Scheiße. Und Schaufler und Fliegen geht auf physischen Angriff. Das könnte man theoretisch sogar nehmen. Weil er super schnell ist und der Angriff gut ist. Glurak könnte man tatsächlich... Ja, könnte man nehmen. Und das ist wieder Müll. Geduld, Panzerschutz, Stärke. Das ist alles Kacke. So, Quappo könnte ich noch gucken. Surfer, überrolle mit... Nee, das ist Kacke. Tentoxa. Nö. Hydropumpe nehme ich nicht, weil kein Bock, dass die daneben geht. Austausch. Nö. Gengar. Donnerblitz, das ist sehr gut. Hypnose und Traumfresse auch mega nice. Kingler. Nein. Kokorai. Nein. Knogger. Nein. Ja, hier. Rizoros. Wieso Surfer? Hat gar keinen. Macht keinen Schaden. Das kann auch Schaufler, das. Aber Arsch langsam. Seemon, nein. Kangama. Oh. Irrschlag. Irrschlag verwirrt so 100%, ne? Aber trifft, glaube ich, nicht zu 100%, oder? Irrschlag, Leute, wisst ihr das auswendig? Kangama, ich würde es gerne nehmen, aber nur wenn Irrschlag 100% trifft. Der ist auch super schnell. Und Steinhagel ist auch super stark. Donnerblitz ist doof, aber gut, machst du nichts. Magma ist mal gut. Hier leider nicht. Scheiße. Feuerschlag ist gut. Konfustrahl ist gut. Und seine Werte sind übel gut. Labras, Blubstrahl, Eistrahl ist gut. Bisschen zu langsam. Blitzer. Ja, das ist zum Beispiel gut. Aurora-Strahl und Surfer. Und 213 KP. Und noch ein Ruckzuck-Keep, falls einer mit 1 KP überlebt. Den nehme ich. Okay, und registrieren. Let's go. Rocco machen wir mal. Und müssen wir mal gucken wegen der Minigames.
Wieso hat der Käfer Pokémon? Wieso hat der Käfer? Der ist ja voll Käfer. Und ich habe nur Magma mit Feuer. Feuer und Flug. Na, aber ich habe keine einzige Flugattacke. Jetzt der legendäre Ansager. Guck mal, wie Magma da noch aussieht. Safkorn. So, Feuerschlag. Rein da. Safkorn, 156 KP. Wieso? Das ist halt Nobu. Wieso überlebt der mit 15 KP? Die Mons sind alle auf Craig. Stein! Ja, Stein kann ich noch nehmen gegen Käfer. Pokémon. Raupi! Guck mal, wieso ist das Raupi? Guck mal, wie das da noch aussah. Es sah voll dunkelgrün aus. Und 151 KP auf Level 50. Ja, moin. Nein, das sieht gar nicht gut aus. Mit 3 KP überlebt. Es setzt Fadenschutz ein. Seine Geschwindigkeit ist gesunken. Sie schenken sich wirklich nichts. Dieser Ansage, der Ansager war legendär. Glaub mir, der Ansager war legendär. Dafür hat er Geld bekommen, ja. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Feuerschlag, let's go. Superschall, er trifft auch noch. Ich hätte Fußschrei machen sollen. Bitte triff, bitte triff. Er trifft nicht. Doch, er trifft, sehr gut. Eine sehr effektive Attacke. Der Kampf wird immer intensiver. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Dass Medbo schneller ist als Magma, das muss man auch schon wieder nicht verstehen, ne? Triff, triff, triff. Nein, er trifft sich selber. Ein sehr rasanter Tag. So. Was ist das? Was ist das? Einfach abgeschüttelt. Es ist nicht mehr verwirrt. Wie kommt denn das? Wie kommt denn das? Der Ansager, so geil. Ach Rui, du hast doch ein Problem. Das ist legendär. Gewonnen. Ich glaube, man kriegt auch noch irgendwie ein Special, wenn man gewinnt, ohne dass man KP verliert oder so. Gibt sich bald nicht mehr. Ach, übertreib nicht. Pflanze. Hä? Ich habe gedacht, wir spielen hier gegen Brock. Ich nehme auf jeden Fall wieder Magma wegen Feuerschlag. Ich werte Steinhagel. Pokémon ansehen. Ich würde gerne Pokémon ansehen. Ah, da, okay. Feuersturm. Mach mal Feuersturm, ist so wieder dumm. Wer hatte denn... Der hatte Steinhagel. Ja, wir nehmen Diktri, wir nehmen Magma. Und... Und... Nidok.
King. Let's go. Kangi. Wenn der Herausforderer nicht zu ungestüm vorgeht, sollte er mühelos gewinnen. Ach, Bisasam, scheiße. Hornbohrer. Ja, was mache ich? Scheiße. Steinhagel und hoffen, dass er zurückschreckt. So. Die erste Attacke. Oh, die Attacke ging daneben. Ah! Ich glaube, ich sollte austauschen. Das tut richtig weh. Pokémon. Mega sauber auf Magma zieht gar nichts ab. Primo von Alter 4. Findet ihr den Ansager wirklich so schlimm? Erstmal for real. Auch die Leute auf YouTube. Der Ansager ist doch legendär. Liegt das an den jungen Leuten? Der war. Das, der ist Legende, der Typ. Dass die immer mit 16, 5 KP und so überleben. Was passiert jetzt? Der nervt aber anders. Die Attacke war nicht sehr effektiv. Die Kraftpunkte sind unterschiedlich. Was passiert jetzt? Wegen Nostalgie. Eine volle Breitseite. Oh, ist das das Ende? Rums. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Pokémon. Wie findest du das, wie er Pokémon ausspricht? Guck, wie das danach aussah. Das sieht ganz anders aus heutzutage. Oha. Bam. One hit. Die Pokémon. Ich weiß gar nicht, wieso ich Tick hier nach vorne getan habe. Hat gar keinen Sinn gemacht. So, wieder One-Hit. Let's go. Aber Brock hat doch hier bestimmt Stein-Pokémon, oder? Der hat doch nicht Pflanze-Käfer-Zeug. Ach, die machen das bestimmt. Die machen bestimmt extra so, damit du, falls du nur Wasser-Pokémon genommen hast, für Brock. Weil du kannst ja zwischendurch nicht die Pokémon wechseln. Ah ja, deswegen bestimmt. Pfadfinder. Oh, der hat einen Diktri. Das wird er bestimmt auch usen. Diktri, wir brauchen auf jeden Fall Aquana. Auf jeden Fall Aquana. Wir brauchen... Das war falsch. Wir brauchen... Ich habe kein Gamma gar nicht dabei. Wir nehmen, glaube ich... Wir nehmen Gengar mit. Und wir nehmen Macho mal mit. Let's go. Der dritte und vorletzte Trainer betritt den Ring. Nach diesem Kampf wartet das Finale gegen den Arena-Leiter. So, Surfer. Das ist halt eine überstarke Attacke. Der hat gar keine Spezialverteidigung. Das ist sowas von One-Hit. Kurioser Blitzstart.
Ich wusste, dass er Diktri spielt. Es war so obvious. Aber der ist übel schnell. Was macht der? Bitte nicht Schaufler. Mimikry. Das macht der gar keinen Sinn. Der ist auch dood. Das ist halt das Geile, ne? Die haben nicht Unterteilung zwischen Spezialangriff und Spezialverteidigung. Leute mit Pokémon mit viel Spezialangriff haben dementsprechend auch viel Spezialverteidigung. Geil war aber auch die Minicup, ist Level 20, wo man hier mit seinem Gyarados und Raichu alles weggemacht hat. Oh, das gibt's ja auch. Pokémon sind. Pokémon! Aquana stark. Aquana wird mir hier alles gewinnen. Piu, piu, piu. Weiter. So, Brock, Rocco, meine ich. Was hast du? Anführer. Okay, okay, okay. Irgendjemand hat doch hier eine Pflanzenattacke, oder? Also ich kann auf jeden Fall Aquana nehmen, das ist schon mal easy. Und für Ammonitos Kabutops nehme ich Machomai mit. Und vielleicht nehme ich einfach Gengar mit. Oder eher Diktri wegen Schaufler. Abfahrt, ja, let's go. Bullpix, ja, ja, Bullpix. Die haben halt alle keine Spezialverteidigung. Das ist so gut. Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Das nenne ich einen Flexi. Weiß jemand, ob es in der ersten Gen Step gab? Gab's das da schon? Ja, ne? Step-Attacken? Logisch. Moin, Steven. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Ammonitas ist Problem. Wir machen Surfer, weil trifft normal, aber ist nicht optimal. Ja, sehr gut, mehr als Hälfte. Dornkanone, easy. Na klar, trifft er fünfmal. Ein guter Treffer. Ein sehr rasanter Kampf. Ey, wenn ich überlege, wie viel wir das damals gezockt haben. Und damals gab es auch das Expansion Pack, was du hinten reinpacken konntest in den N64 Controller. Und dann haben wir da rot und blaue Edition gespielt. Und dann haben wir das auf dem Fernseher gespielt. Ihr versteht nicht, was das... Ihr versteht das einfach nicht. Das war... so, als wäre heute ein gutes Pokémon-Spiel auf der Switch draußen. Einfach rot, blau und dann auch gelbe Edition auf dem Fernseher gespielt. Auf dem großen Fernseher. Auf so einem 30-Zoll-Fernseher oder so. Das war... mindblowing. Nostalgie pur. Ja, damals war es ja nicht Nostalgie. Aber heute ja. Habe ich irgendwas verpasst? Erklär mich mal jemand auf, was macht der da? Ist das Wickel? Ich habe mich aufgepasst. Der Kampf wird immer intensiver. Ist das Wickel, wo ich jetzt nichts machen kann? Was nun?
Was soll ich tun? Soll ich auswechseln? Wieso ist der schneller als Aquana? Scheiß, was mache ich? Bin ich jetzt dafür immer drin gefangen? Also Diktri ist auf jeden Fall schneller. Ich bin auf jeden Fall schneller, geh weg. Trifft der Erdbeben? Nee, gut. Der hat halt übelste physische Death, ne? Ich werde nicht viel Schaden machen. Wenn überhaupt die Hälfte. Gerade so eben die Hälfte. Aber er killt mich auch nicht. Der hat nicht viel. Der hat, glaube ich, 90 physisch. Ja. Und das war Rocco. Easy. Aber das wird richtig schwer noch später. Das weiß ich noch. So ab dem 6. Orden ungefähr wird es richtig, richtig knifflig. Oder ich meine das auch nur, weil ich als Kind keine Ahnung hatte. Weil als Kind wusste ich das mit dem Spezialangriff auf den Attacken nicht und so. Da habe ich bestimmt ganz oft Rätsel raus benutzt mit Donnerblitz. Weil ich dachte, oh, Donnerblitz, starke Attacke, Rizoros, starkes Pokémon. Du hast Rocco den Schlüssel zu Mistys Turm von... Rocco den Schlüssel zu Mistys Turm erhalten? Perfekt. Dann machen wir nochmal Misty. Wir machen jetzt Misty noch, aber sobald Misty durch ist, will ich hier... Ja, ist im Winter, hole ich. Wenn Misty durch ist, will ich hier... Will ich euch hier sehen. So, wir werden wieder das gleiche Team nehmen. Ich glaube sogar, ihr könnt es bei Instant Gaming holen. Steven, vielleicht kannst du es mal abchecken, ob es das bei Instant Gaming gibt. Ja, Gengar ist gesetzt. Actually, mein Team ist nicht so gut gegen den Wasserorden. Wenn Gengar gekillt wird, habe ich ein Problem. Aber wir nehmen... Wir nehmen mal Machomai mit, wegen vielleicht gegen Eis-Pokémon. Und wir nehmen auch einen Boden. Und wir nehmen auch Nidoking mit gegen Tentacha. Ich meine, den werde ich sowieso hier schaffen, aber trotzdem. Gengar muss jetzt rasieren. Ja, wie Gengar aussieht. Geschick. So, Donnerblitz rein da. In einem Giveaway 20 für jeden Submod und VIP, ja. Wenn ich im Lotto gewinne, können wir das machen. Ein Blitzsieg! Ich liebe den Ansager. Wisst ihr, was witzig ist? Oder was cool ist? Ich habe von dem Ansager alle Sachen, die er sagt, auf Festplatte. Hört mal, hier. So. So. Sie starren einander an. Oder. Wow, volle Kanne auf die 12.
Oder... Der Trainer hat... Wow, wie mit dem Vorschlaghammer! Warte, 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 hier gibt's doch geile Sachen. Warte, warte, warte. Was ist los, Trainer? Ringfrei für Mewtwo! Oder hier, hier geile Attacken. Was haben wir denn hier so? Der Trainer hat jetzt ist Zahltag! Jetzt ist Zahltag! Es setzt Teleport ein! Oh, der Silberblick! Oh, ich lieb's. Was ist los, Trainer? Was ist los, Trainer? Das ist so geil. Oh, ich mag das viel zu sehr. Ist das ein Shiny-Tentacher? Sieht richtig komisch aus, oder? Weiß ich nicht, ist das Shiny? Auf jeden Fall sieht es ganz, ganz falsch aus. Wie er Hydro-Pumpe trifft, ey. Voll auf die 12. Moin, Matt. Matt, bitte sag mir, du hast den Erweiterungspass. Beinhart. Sieht auch komisch aus, ne? Nee, nicht den originalen Namen, aber sieht nicht anders aus. Ein guter Treffer. Ja? Die haben aber alle einen anderen Namen. Guck mal, das sieht auch anders aus. Bist du sicher, Matt? So sieht es aus. Wow, volle Kanne auf die 12. Es ist am Boden. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Piu, piu, piu. Den ersten haben wir. Andere Farbe. Krass, wusste ich nicht. Oh, oh, oh. Guck mal, er hat schon ein Aus... Oh, oh, oh. Was wird er am Anfang spielen? Das ist ja hier richtig VGC-mäßig. Ich würde fast sagen, wenn er nicht Seemon nimmt... Ich gehe mal auf Diktri. Diktri, Gengar. Hallo, jemand zu Hause? Warum antworten Sie denn nicht? MoneyX, vielen, vielen Dank für den Raid. Moin, moin. Erweiterungspass gibt es nicht bei Instant Gaming. Aber es gibt einen Gutschein für eShop-Guthaben. Hallo an die Raider. Wir sind mitten im Kampf bei Pokémon Stay. Ich wusste, dass er Seemon am Anfang bringt. Ich muss wechseln. Scheiße, gehe ich auf Gengar? Ja, ich gehe auf Gengar. Franz und Lia, vielen, vielen Dank für die Follows. Danke für den Shoutout, Steven. Schön, dass ihr da seid. Was gab's bei euch? Was habt ihr gezockt? Pokémon Scarlet Violet. Schön, was habt ihr gemacht? Was habt ihr da gemacht? Beim Money. Was gab's da Schönes? So, er hat Rauchwolke gemacht, der Sack, ne? Die spielen so eklig. Terror Raids? Terror Raids, gerade was aktiv? Ist da gerade nichts, ne? Seid ihr schon aufgeregt wegen Tornupto? Und Shinies, sehr schön.
Nochmal Rauchwolke, ich wechsle raus. Was will er mit seiner scheiß Rauchwolke? Ich treffe halt gleich gar nichts mehr. Ja, es funktioniert. Ein sehr rasanter Kampf. Ich wechsle raus. Ja, Pokémon. Und dann rein in Aquana. Ich zitter schon in Tanupto. Ein Pokémon-Wechsel steht an. Also, Steven. Schon zwei Supporter für Zumtu fertig. Cool. Sehr, sehr nice. Was hast du gemacht? Das war eine Schwachstelle. Ja, ich hab den Pass. Ey, Matt, wir müssen gleich zusammen die Minigames machen. Ruckzuckieb, reicht das? Gemacht? Ja, genau. Welche Support-Pokémon hast du gemacht? Mia. Also irgendwo frech von Nintendo. Die Kraftpunkte sind unterschiedlich. Aber wieso hast du dir eigentlich die Familienmitgliedschaft? Nur weil ihr zwei Switches habt, lohnt sich das überhaupt? Ach, daneben. Einmal Rauchwolke nehmen. Ach, hör auf mit der Rauchwolke, du scheiß Seemon. Ich wünsche dir Gengar am Anfang genommen. Es ist überhaupt nicht frech, hä? 40 Euro Miterweiterungspass für eine Konsole? Das ist günstiger als PlayStation. Triff. Ich kotze hier gleich. Jetzt habe ich schon dreimal Genauigkeit gefressen. Naptara und Zulord. Okay, cool. Alles klar, Matt. So. Trinkfrei für Kadabra. Ja gut, da kann ich Gengar auch nicht reinbringen. Da wollte ich eigentlich Dicktri mit rein. Scheiße. Ah, werfe ich Dicktri ab? Nee, ich brauche Dicktri. Ciao, Lia. Schön, dass du da warst. Und danke für den Follow. Was kaufen hätte ich mir geholt? Deine Genauigkeit ist dahin. Ich bin kein Fan von dieser Familienmitgliedschaft. Wenn du, sag ich mal, 5 Leute hast, dann lohnt sich das. Aber für 2 Leute lohnt sich das. Macht das, zahlst du ja mehr. Alleine würdest du für 2 Leute ja 40 zahlen. Ciao, Lia. Dass er die Animation macht und dann nicht trifft, ne? Das ist auch frech. Konfusion, ne? Ich glaube sogar, ich kann rauswechseln auf Dicktri. Wenn ich jetzt nicht treffe, wechsle ich raus. Für das ja auch kein Job. Und Erweiterungspass würde jetzt 50 Euro kosten. Für die Mitgliedschaft. Ja, aber Erweiterungspass kostet doch jetzt nicht nochmal 50 Euro. Komm, überleb. Ah, das überlebst du safe. Komm. Gut. Jetzt kriegt er so einen Schaufler ab in sein Face. Die Befehle wurden erteilt. Man sieht ja 43 Euro Stunden. Es gräbt sich in den Boden. Also nochmal 35 Euro, ja. Also 43 zum Aufstocken, okay. Ich spreche mal mit Kitty, wenn ihr gleich im Chat ist, Steven. Ich spreche mal gleich mit deiner besseren Hälfte. Das war eine Schwachstelle. Unglaublich, mit einem Schlag.
Sammeln den Pass monatlich? Nee. Also, weiß ich gar nicht, ob er den monatlich auch zahlen kann, aber ich glaube eigentlich immer jährlich und dann 20 Euro. Ich wollte bald schneller. Nee, sehr gut. Dann geht's doch. Ich finde auch, dass es geht. Also Steven gibt für so viel Unsinn so viel Geld aus. Aber für einen Erweiterungspass, wo du den Mario Kart DLC mit drin hast und die N64 und Gameboy Spiele, da wird er knauserig. Ich spreche gleich mit Kitty. Dann hat der ruckzuck den Erweiterungspass, ich sag es dir. Dieser Content Hass, das ist einfach nur fair. Das Abo-Opfer. Der Kampf hat viel zu lang gedauert. Ich habe auch so DLC Mario Kart. Echt? Hast du den so geholt für 25? Ist ja für ein 20er, Torti. Ist ja für ein 20er. Was habe ich jetzt gemacht? Na ja. Ich kann also treten. Der dritte und vorletzte Trainerkampf in dieser Arena. Also du kriegst ja für 20 Euro kriegst du, dass du online spielen kannst. Egal ob jetzt gut oder schlecht. Und die Super Nintendo und NES Games. Und für den Erweiterungspass kriegst du die N64 Spiele, den Mario Kart DLC, den Animal Crossing DLC und die Game Boy Spiele. Und die Game Gear. Game Gear? Nee. Sega Genesis Spiele. Ja, also, wenn du jetzt keins von den Spielen, die es da gibt, Zelda, dass er nicht stirbt von einem Traumfresser. Also wenn du jetzt keins von den Games, kein Zelda, Ocarina of Time, kein Mario Mars, kein Mario 64, kein gar nichts, zockst, dann, ja, dann hast du recht, dann wären die 20 Euro wirklich unnötig. Gameboy kommt man noch ohne. Ach, Gameboy ist im normalen Pass, nicht im Erweiterungspass. Ist ja auch ein bisschen verwirrend, ne? Ich dachte, Gameboy wäre auch im Erweiterungspass. Real Talk, Matt? Nope, zockt gar nichts. Okay, gut. Dann versuche ich auch gar nicht erst Kitty zu überreden, weil dann macht's keinen Sinn. Ich dachte, du würdest auch irgendwie mal Banjo oder so, oder wenn jetzt mal Donkey Kong 64 kommt, da mal reinschauen oder so. Und wenn das gar nichts für dich ist, dann macht's natürlich keinen Sinn, da hast du recht. Ich habe voll Bock auf Donkey Kong 64. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich es auf dem Steam Deck mal zocken soll. Aber das ist so riesig, das Game. Hilfe. Auch beim Mario-Film. Ohren zuhalten, wer nicht gespoilert werden will. Beim Mario-Film gab es ganz kurz den Donkey Kong-Rap von Donkey Kong 64. Alter, da hatte ich so Gänsehaut. Games sehen alle scheiße aus. Wie viele Stunden hast du in Kamis und Kupo, Jojo? Oh, Misty. Misty hat einen Tour Talk. Also das Tour Talk werden wir auf jeden Fall sehen. Wir nehmen noch Machomai. Und ich glaube, wir brauchen dann noch was Schnelles, ein Dictry. Das kann Magma. Kann nix. Ja, wir nehmen noch Dictry.
Wirst du eh nicht checken, Jojo, weil du dir gar nicht weißt, was der Donkey Kong Rap ist. Weißt du, was der Donkey Kong Rap ist? A, wieso ist der schneller? B, wieso macht der Donnerwelle? Wieso ist der schneller als ich? Hä? Und ein Volltreffer. Alter, die cheatet. Frisch gegrillt, Donnerblitz. Eine volle Breitseite. Oh, ist das das Ende? Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Ringfrei für Turtok. Das ist echt scheiße. Ich glaube, mit einem Surfer oder so wird er mich killen. Scheiße. Dass ich paralysiert bin, ist ganz, ganz böse. Es gräbt sich in den Boden. Ob er Schaufler hat. Das war ein Kontuststrahl. Der Angriff Schaufler wird mich killen. Sie schenken sich wirklich nichts. Aber Machomai wird es nicht killen. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Ein Pokémon-Wechsel steht an. Ringfrei für Machomai. Macho Mai! Was ist das? Ey, die Donnerwelle von Starmie tut mir richtig weh. Wird dieser Wechsel den Kampf beeinflussen? So, ich habe keine Ahnung mehr, was Fußkick macht, deswegen setzen wir es mal ein. Dass er schneller ist. Weo, du triffst. Was geht ab? Na klar, trifft er. Wieso kann er Schaufler? Welches Pokémon wird die Arena betreten? Das sieht gar nicht gut aus. Ringfrei für Dickri. Beide Pokémon. Ja, ich bin schon mal top, ich kann man da nicht so drauf eins kaufen. Nee, nur. Also du brauchst erst die. Stell dir vor, du hast das Basispaket und da kannst du ihr Erweiterungspaket drauf buchen. Du kannst aber nicht Erweiterungspaket ohne das Basispaket haben. Ich brauche Steinhagel und ich brauche den Rückschrecker. Oder ich gehe auf Delegator, weil er wird bestimmt Hydropumpe drücken. Und dann hoffen, dass er nicht trifft. Es erzeugt einen Delegator. Schlag normal, oder immer Kampf. Wow, Hydropumpe. Natürlich trifft er. Ich muss hoffen, dass er nicht trifft. 80% Chance, dass er trifft. Also 20%, 1 zu 5, dass er nicht trifft. Ich auch nicht. Ach so, nee, so meinst du das? Du kannst dir das einzeln holen. Aber ich glaube, du musst dir dann nochmal... Ich glaube, so wie Steven gesagt hat, musst du die Zeit bis zur nächsten Mitgliedschaft jetzt nochmal holen. Oder so, oder die schon weg ist. Zockst du manchmal Purpur? Damian, ja. Ja. Der Delegator ist verschwunden. Die Kraftpunkte sind unterschiedlich. Scheiße. Ich glaube, jetzt habe ich verkackt gegen Misty, wenn ich jetzt keinen Rückschrecker bekomme. Was ist das? Ein guter Tag. Alter, wieso ist er so stark?
stehen sich gegenüber. Es erzeugt einen Delegator. Schaufler! Der Delegator wurde zerstört. Der Arena-Fight geht weiter. Dass er auch jede Hydropumpe bisher getroffen hat, der Sack. Es gräbt sich in den Boden. Natürlich gräbt er sich auch in den Boden. Der Kampf wird immer intensiver. Die Pokémon-Café. Ey, ich glaube, ich habe gegen Misty verloren. Kann das sein, dass ich gerade gegen Misty verloren habe? Diese Donnerwelle, die hat mich so gewrackt. Wieso ist Dami schneller? Auch wenn es nicht schneller gewesen wäre, jetzt Donnerwelle eingesetzt. Kann aufgeben. Vielleicht setzt er jetzt Hydro-Pumpe ein, dann habe ich noch eine Chance. Nun heißt es ein Pokémon gegen zwei. Der Kampf geht weiter. Die Befehle wurden erteilt. Die unterirdische Attacke dauert an. Schlecht, du. Ich war eh paralysiert, na super. Wie kommt denn das? Eine sehr effektive Attacke. Es ist am Boden. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Das ist so schlecht, Mann! Ich hatte aber auch so ein Scheiß-Team. Die hat ja noch Anton dabei. Ich kack ab, ey. Neuanmeldung. Kann ich da mein Team ändern? Oder wie ist das? Wir machen ein neues Team. Also, Gengar ist schon ganz gut. Also diese Donnerwelle, dass Dami da schneller war, das ist ja komisch, ne? So, und Zapdos können wir wahrscheinlich mitnehmen. Donner. Ich kenne mein Glück, ich treffe da nicht, aber ich nehme es mal mit. Dragoran können wir auch mitnehmen. 128 Spezial ist super. Aber Surfer ist scheiße. Eisstrahl, Himmelsfeger. Fliegen. Boah, Mann, ey. Wieso haben die immer so scheiß Attacken? Blitzer. Donner. Donner, ich hasse das. Das trifft dann nicht. Ich kenne mich doch. Eisstrahl. Oh, Electek. Donnerschlag ist gut und ist super schnell. Das nehmen wir mit. Und Geowurf macht immer 50 Schaden. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Dass ihr Stami 143 Initiative hat, das. Ich nehme das mit. Das Kangi. Steinhagel, Donnerblitz. Dass sie immer Donner haben, das nervt mich. Ich will kein Donner. Wir nehmen auf jeden Fall wieder Aquana mit, falls sie irgendwie einen Boden-Pokémon haben. War Aquana. Ah, ich habe schon Stami mit, brauche ich eigentlich nicht. Mach mal irgendwie Kacke. Die war auch irgendwie kacke. Die haben alle so Kack-Attacken, ey. Nidoking war nice wegen Erdbeben. Und vielleicht nehmen wir da einfach noch einen Starter mit. Starter sind ja auch stark. Ey, dass er Schaufel hatte, ist so gemein. Was ist das hier? Egelsamen Bodycheck.
Was, die Starter sind ein Schmutz? Ja, außer die haben so gescheatete Starter. Dann sind die gut. Donnerschlag. So. Ein Donnerschlag. Oha, da hat jemand das Oha. Pokémon gewählt. Es ist vollständig paralysiert. Ich liebe den Ansager. Also ich finde ja, dass das Wasser hier außen um die Arena herum besser aussieht als das Wasser bei Karmesin und Purpur. Ey, ist voll assi, dass die alle so unterschiedliche Farben haben. Ich will auch so ein cooles Sherlock haben, was so babyblau ist. One Hit. Pokémon. Alle Shinies. Aber in der ersten Gen gab es noch gar keine Shinies, oder? Nee. Kam erst mit der zweiten Gen. Meine ich? Shinies gibt es erst seit Generation 2, oder? Mal komplett von vorne, so ein Assi. Dafür werde ich Misty jetzt aus dem Leben nehmen. Der zweite Trainer dieser Arena sieht schon stärker aus, aber mit ein wenig Geschick sollte er zu besiegen sein. Simon. So, Donner, du musst treffen. Direkt vom Olymp. Donner. Vom Olymp. Bam. In der ersten Runde auf die Bretter. Welch furioser Blitzstart. So. Nach Misty gehen wir nochmal einmal alle Minispiele durch, auf jeden Fall. Ich mach mal Blubstrahl. Was nun? Deine Geschwindigkeit ist gesunken. Ja, könnte Blitz. Ein gleichender Blitz. Haha, fehlgeschlagen. Loser. Ein sehr rasanter Kampf. Stirbt er mit Triplette? Ah, das war auch physisch, das war dumm. Explosion. Aber davon sterbe ich nicht. Der hat so wenig Angriff. Einfach Taubsi. Ein Donner gegen Taubsi. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Wie kommt denn das? Eine sehr effektive Attacke. Unglaublich! Mit einem Schlag besiegt! Das arme Taubsi. Das war's! Der Kampf ist vorbei!
Piu, piu, piu. Macht er wieder Mauzi am Anfang? Der dritte und vorletzte Trainerkampf in dieser Arena beginnt. Nach diesem Kampf wartet der Arenaleiter. Goldini! Ey, sind die Attacken hier markiert, wenn die sehr effektiv treffen? Muss ich gleich mal drauf achten. Weil Donnerschlag war rot. Also wenn die hier vor 25 Jahren schon angezeigt haben, dass Attacken sehr effektiv sind. Oder weil er Step ist. Das kann auch sein. Sehen wir jetzt bei Mankey. Wenn es immer noch rot ist, dann ist es weil Step. Ja, weil Step. Aber dann wäre Donnerwelle. Wieso ist Donnerschlag rot? Wenn er nochmal Donner macht, habe ich ein Problem. Immer auf Step. Schön. Just ist die Attacke rot. Weiß nicht, wieso die Attacke rot ist. Ein harter Treffer. Eine sehr effektive Attacke. Oh, wenn er mit 13 überlebt, das wreckt mich, ja. Oh komm, trifft nicht wieder 5 Mal. Was passiert jetzt? Daneben! Oh, die Attacke ging daneben. Sie schenken sich wirklich nichts. So, nächstes Misty und die diesmal mache ich die weg. Das Turtok hatte zwar Schaufler, aber dafür kann ich immer Zapdos reinbringen. Mit Typ Flug bin ich immun gegen Schaufler. Und mit, ja. Ich mach bestimmt wieder am Anfang ihr Starmie. Wenn der Starmie am Anfang macht, nämlich auch Starmie, da muss Donner treffen. Ich hätte auch Electek nehmen können. Er nimmt Anton am Anfang. Weil Donnerwelle trifft Elektro-Pokémon ja nicht, oder? Trifft. Schön. Volltreffer sogar. Ciao. Wieso hat ihr Starmie mehr KP als meins? Ah, ich bin schneller. Bitte triff. Schön. Wieder Donnerwelle. Boah, hier ich auf Triplette. Boah, nochmal. Ich mach nochmal Donner. Die
komm, nicht treffen, nicht treffen, nicht treffen. Schön! Triff. Haha, daneben. Triff, triff, triff. So sieht es aus. Nein, schon wieder nicht getroffen. Ich setze das Triplette ein. Der Kampf wird immer intensiver. Hier ist der Angriff. Der trifft. Eine sehr effektive Attacke. Und jetzt bin ich paralysiert. Nee, gut. Also Astami ist ja übel nervig. Hätte ich zweimal Triplette gemacht, Mann. Na klar, trifft er. Also dass er zweimal nicht trifft und ich zweimal nicht treffe, das ist auch schon wieder so geskriptet. Zapdos ist ja wohl schneller, oder? Hätte ich die Attacken gewusst, hätte ich, glaube ich, nicht Zapdos genommen. Bitte trifft Donner. Er ist schneller und Donnerwelle trifft. Ich kack ab. Alter, wie schnell ist dieses verkackte Stami? Jurob. Er hat nicht, die hat nicht mal Turtok jetzt mit. Assi. Ich hätte das Turtok fertig gemacht. Haha, daneben. Karma. Ich nehme nie wieder ein Pokémon mit Attacken, die nicht 100% treffen. Na klar, ein Volltreffer! Also, sag mal. Electek. Also wenn Donnerschlag jetzt nicht daneben geht, dann habe ich es. Zum Glück hatte die kein Turtok. Ich glaube, Turtok hat mich auseinandergenommen wieder. Level beendet. Geschafft. Schön. Matt, bist du am Start für die Minigames? So, kann er jetzt... Er kann dazukommen, wie crazy das geht. Okay, dann gehen wir alle mal durch. Carpador. Also du musst hier immer A drücken. Versuchen mit Carpadors Platscher den Zähler am oberen Bildschirmrand zu treffen. Drücke und halte den A-Knopf, damit Carpador einen hören.
einen hohen Platscher ausführt, drückt den A-Knopf bei der Landung, um Platscher schnell nacheinander auszuführen. Capro, das Minigame ist nicht so spannend, muss ich ehrlich sagen. Aber es scheint gut zu laufen, ne, mit zwei Spieler. So, hier muss man sich merken, was die Lehrerin an die Tafel malt. Merke die Tastenkombination an der Tafel und wiederhole sie auf dem Steuerkreuz, sobald Lehrer Pipi das Startzeichen gibt. Der beste Schüler gewinnt. So, oben, unten, links, rechts. Das kriegen wir hin. Oben, unten, links, rechts. Oben, unten, links, rechts. Oben, unten, links, rechts, oben, unten. Oben, unten, links, rechts, oben, unten. Der Computer ist ja so dumm. Oben, unten, links, rechts, oben, unten, unten, rechts. Unten, rechts, oben, unten, links, rechts, oben, unten, unten, rechts. Also wird ein Zweikampf zwischen Matt und Jahr. Oben, unten, links, rechts, oben, unten, unten, rechts. Unten, rechts. Oben, unten, links, rechts, oben, unten, unten, rechts, unten, rechts. Oben, unten, links, rechts, oben, unten, unten, rechts, unten, rechts, rechts, oben. Oben, unten, links, rechts, oben, unten, rechts, rechts, links oder so. Mit den letzten beiden wir vergessen. Mein altes Gehirn kann das nicht mehr. Das Game killt mich. Okay, nächstes Spiel. Das mag ich auch nicht so. Mit dem Merken. Ratzfratz. Da bin ich gespannt, wie das online ob das online gut funktioniert. Drücke wiederholt den A-Knopf, um zu rennen. Drücke auf dem Steuerkreuz nach oben, um über die Hürden zu springen. Das Ratzfratz, das als erstes das Ziel erreicht, gewinnt. Also muss ich die ganze Zeit A drücken wie ein Verrückter und dann, wenn eine Hürde kommt, Sprung drücken. Du bist Player 2, ich bin Player 1. Sprung! 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 Da bin ich einfach gut. Hast du Probleme mit der Connection, Matt, oder geht's? Dieser Input-Lag. Du hast echt Input-Lag, das ist schlecht. Das heißt, es läuft auf meiner Konsole gerade und du bist mit mir dabei. Ich glaube, Traumato können wir direkt sein lassen mit dem Input-Lag. Wir lassen das Traumato mit dem Input-Lag mal. Traumato ist eh, das Spiel braucht niemand. Wenn die Lampe blau leuchtet, drücke wiederholt den A-Knopf, um den Strom zu erzeugen. Leuchtet sie grün, drücke den B-Knopf. Wenn es blau ist A, wenn es grün ist grün. Ne, läuft eigentlich gut. Okay, dann können wir ja trotzdem nochmal Traumato versuchen.
Blau ist A, grün ist B, ne? LOL, drei Leute gleichzeitig. Krass, das habe ich auch noch nie gesehen. Das gibt's gar nicht. Hast du den falschen Knopf gedrückt? Das ging gar nicht. Ja. Ich glaub, online sind die nicht so gut, die Spiele. Schlurp Sushi Karussell. Drücke den A-Knopf, um Sushi zu essen. Wer für die meisten Pokédollar ist, gewinnt. Ah, wenn du mehr als von der gleichen Sorte isst, bekommst du einen Bonus. Das wusste ich auch nicht. Jo! Boah, ich habe auch Input-Lag. Gefühlt. Du Sack. Ich habe noch nichts gegessen, Mann! Der drückt mich weg, der... Was? Das durfte ich nicht essen? Hä? Wieso darf ich das nicht essen? Das ist doch super lecker. 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 Nein, nicht getroffen. Nein, den will ich. Lecker, Schmecker. Rein in meinen Mund. Nein! Den noch. Hey, was war? Der Computer hat 8000. Alter, was ist das für ein Computer? Der ist ja voll auf Crack. Sandan ist auch nicht so spannend. Man muss einfach nur L und R hintereinander, also abwechselnd drücken. Das ist auch, das war so ein Geböller damals auf dem Controller. Das war einfach immer so ein Geböller auf dem Controller. Hilfe! Was gibt's noch? Genau, Traumato wollten wir jetzt ausprobieren, ne? Aber das Traumato ist ganz böse. Sobald das Pendel die rote Markierung auf der Skala erreicht, drück den A-Knopf, um deine Hypnose-Attacke einzusetzen. Das letzte Hypno, das noch wach ist, gewinnt. Das letzte Hypno? Wieso das letzte Hypno? Das letzte Traumato. Matt ist voll am Pennen. Aber ich auch. Man muss gefühlt schon 3 Sekunden vordrücken. Das ist einfach nur noch irgendwie drücken. Ey, der rote ist viel zu gut, der Computer. Der ist doch nicht auf normal. Das war früher schon so ein Scheiß-Game. Ich weiß das noch. Das haben wir nie gespielt. Das Rettern, das behalten wir fürs Letzte. Das Rettern ist das Beste. Hier musst du einfach nur im richtigen Moment A drücken. Drück den A-Knopf, um Härte einzusetzen, um dich vor den Felsen zu schützen. Du führst die Härtner-Attacke nur so lange aus, wie du den A-Knopf gedrückt hältst. Vorsicht, Härtner verbraucht deine KP. Achte auf die Schatten der Felsen. Die englische Version ist besser wegen 60 Hertz. Ja, glaube ich auch. Aber ich wollte die deutsche Version nehmen, weil nicht alle mal die englischen Attacken können. Und wegen dem englischen Sprecher. Ich wollte den deutschen Synchronsprecher haben. Ich habe voll gedrückt.
Wenn du da vom ersten getroffen wirst, wirst du von jedem getroffen. Ha! Das war ein Game. Ich glaube auch, dass die englische Version besser ist, wegen 60 Hertz. Safe. So, jetzt kommt noch das letzte. Das ist auch ein bisschen kompliziert. Rettans Kringelpiez. Ziele mit dem Steuerkreuz und schnipse den 3D-Joystick, um Rettan zu werfen. Das habe ich bis heute nicht begriffen, wie das funktioniert. Ne? Das war immer nur ein bisschen irgendwie versuchen, dass es irgendwie funktioniert. Ja, ganz schwierig. Nein, wieso so weit? Ha, den hab ich. Den haben wir auch. Oh, und Goldener, den hätte ich gern. Nein! Nein! Ja! Hab ihn. Noch ein Goldener. Ganz hinten auch noch. Noch ein Goldener. Das waren alle Minigames schon. Ist ein bisschen wenig, ne? Wenn man so überlegt. Das war schon. Das waren alle Minigames. Und Matt, wie fandst du die so? Dein Fazit fürs erste Mal? Du hast sie doch noch nie gespielt, oder? Wenn man, also jetzt so 25 Jahre später, die sind nicht so gut gealtert. Sollen wir mal einen Kampf gegeneinander machen? Meinst du, das geht? Das geht bestimmt. Erster gegen Zweiten. Alles ist erlaubt. Ich zuerst ein Team. Oh, ich nehme mein registriertes Team. Und jetzt darfst du dir ein Leitteam machen. Der Ansager ist das Beste an dem Game. Electek. Hey, ausgedribbelt habe ich den. Matt, ausgedribbelt. Schönes Erdbeben kriegst du jetzt in dein Face. Trifft er... Donnerwelle trifft, obwohl ich Typ Boden bin? Nee. Schwer vergiftet. Oh, das tut sehr... Das tut weh. Das könnte weh tun. Überleb! Oh, mit 8 KP! Besiegt! Pokémon. Welches Pokémon? Nidoqueen Queen ist sus, wieso? Und der Tatsache, dass man kein Pokémon übertragen kann, ist kastriert. Ist echt kastriert, ne? Machst du Himmelsfeger oder wie? Triff, triff, triff. Schön. Es verliert durch das Gift stetig an Kraft. Ein sehr rasanter Kampf. Ja, super rasant. Hast keiner. Also hast nicht Eistrahl oder so gemacht. Klingensturm, ach so. Was denn Klingensturm? Ja, ein Treffer. Verdrückt, okay. Es ist am
Pokémon wird die Arena betreten. Mein Lieblingsaktion, als ich klein war. Magma! Beide Pokémon gehören völlig verschiedenen Elementklassen an. Was hat er denn? Himmelsfeger, Klingensturm, Eisstrahl, Delegator. Die Befehle wurden erteilt. Hier ist der Angriff. Volltreffer! Tot? Schade. Knapp. Oh, er wollte einen Delegator drücken. Oh, 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 oh. Sie schenken sich wirklich nichts. Diese Frist. Hau rein, Jojo. Diese Crits. Ja, Crits wurden ja damals noch anders. Kalkuliert. Da ging es ja um die Initiative. Umso höher die Initiative war, umso höher war die Wahrscheinlichkeit, dass du kritzt. Deswegen waren schnelle Pokémon einfach broken damals. Sowas wie Simsala oder Mewtwo oder unter anderem auch Raichu oder sowas. Unterschiede. Ist so, Skoppel. Ist so. Oder das nicht in das Stadium spielen, du kriegst. Oh, das weiß ich nicht, Drafonhard. Das weiß ich nicht. Vielleicht kannst du es mal googeln. Das weiß ich nicht. Das kann tatsächlich sein. Komm, Magma, überleb das. Überleb ein Erdbeben. Für mich. Du Loser! Sei Nidoqueen stärker als meins. Das ist gefrech. Ich glaube, ich muss mir mal eine Pokémon Stadium VGA besorgen. Guck, wie cool das hier aussieht. Beide Pokémon gehören völlig verschiedenen Elementklassen. Was kann. Er ist, glaube ich, schneller, oder? Die Kämpfer stehen sich gegen. Nee, ich bin schneller. Komm, triff. 75%. Oh, yes. Habe ich dir einen schönen Schmatzer gegeben. Es schläft tief und fest. Ein schlafender Gegner macht den Kampf ganz schön einseitig. Was hat denn? Feuersturm, Drachenwut. Ich weiß gar nicht, wieso du Arcani genommen hast. Das ist nicht so gut. Was passiert jetzt? Pokémon Stadium ist so Kinder bei mir. Skyblader, genau deswegen gucken wir heute rein. Schlaf schön. Als ob er direkt aufwacht, der ist so ein Lacker. Aber in der ersten Gen war es so, wenn du aufwachst, darfst du nicht sofort angreifen. Das war auch ekelhaft in der ersten Gen. Wenn du aufwachst, darfst du nicht sofort angreifen. Dampfhammer. Erste Gen war noch so verbuggt, ey. Was die Fights oder die Kämpfe anging, wurde es ja eigentlich erst ab der vierten Generation geil. Weil bis zur dritten Generation hatte ja der Typ der Attacke darüber entschieden, ob es physisch oder speziell ist. Und das ist so schlecht. Ich habe heute mit Rubin auf dem Game Boy Advance angefangen. Es ist so nervig. Ich kann es euch sagen, das ist so nervig, dass zum Beispiel ein Sumpex hat ja mehr physischen Angriff. Aber die Wasserattacken sind speziell.
Oder ein Libeldra. Drache ist speziell, aber der hat nicht hohen speziellen Angriff. Wieso ist auch Drache speziell? Drache muss auch physisch sein. Das war ja gar kein Schaden. Der Kampf wird immer intensiver. Die Befehle wurden erteilt. Was passiert jetzt? Ein guter Treffer. Was ist das? Na klar, sinkt mein Spezialer, mein Spezialwert. Ach, wenn der Spezialwert sinkt, sinkt Angriff und Verteidigung. Das war ja komplett broken damals, da komme ich ja jetzt erst drauf. Das senkt ja direkt beides. Ach, das sinkt das immer Spezialangriff, Spezialwert? Schon wieder gesenkt. Ich dachte nur 10% Chance. Alter, ich bin jetzt tot. Komm, ich will den Speed-Tie mal gewinnen. Ich muss den Speed-Tie jetzt gewinnen. Schön. Spezialwert 2 runter. Ich glaube, ich wechsle aus. Er hat nur auch Magma. Magma. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Magma. Sie begeben sich in Kampfposition. Ein Pokémon-Wechsel steht an. Aber er hat auch einmal verdrückt und einmal hatte ich übel Luck mit Todeskurs. Ich hatte den Crit. War ein bisschen lucky. Aber das könnt ihr machen, Leute. Wenn ihr mit Kollegen zocken wollt, ist umsonst. Ne? Mit dem Erweiterungspass ist es umsonst. Schmeckt die Version von Gotex so? Es gräbt sich in den Boden. Das Feuerschlag so viel abzieht, ey. Oh, die Attacke ging daneben. Ein sehr rasanter Kampf. Pokémon-Stell und Wärmbericht. Eine sehr effektive Attacke. Matt, GG, war echt ein cooler Schaukampf. Und damit würde ich auch das YouTube-Video beenden. Wir haben alles gezeigt. Wir haben Brock und Misty gezeigt. Ich habe bei Misty übel reingefällt. Wir haben die Minigames gezeigt und einen Schaukampf. Was wir euch nicht zeigen können, ist, wie geil es ist, dass man auf einem großen Bildschirm Rot, Blau und Gelb spielen konnte. Und auch nicht, wie man die Pokémon übertragen konnte von seinem Gameboy-Spiel. Also, und das gleiche gab es ja nochmal mit Pokémon Stadium 2 mit 80 Pokémon mehr oder was da in Johto rausgekommen ist. Mit mehr Minigames und man konnte Silber, Gold und Kristall auf dem Fernseher spielen. Das waren richtig geile Zeiten, sage ich euch. Wenn euch das gefallen hat, ein Follow da lassen, ein Like auf dem Video und bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein.